So, der Oktober ist schon wieder vorbei, unglaublich aber wahr. Und ich wollte euch ganz kurz zeigen, welche Bücher ich im Oktober gelesen habe. Erstmal ganz kurz, ups, der Stapel. Und ja, finde, war recht fleißig im Oktober. Hab mir da so einige Nächte um die Ohren geschlagen. Zum Teil auch aus der Not eine Tugend gemacht, weil irgendwie sind bei uns neue Nachbarn eingezogen und die mussten irgendwie mitten in der Nacht einziehen, warum auch immer. So heißen wir hatten des Öfteren des Nachtens hier Möbelgerücke und der Fahrstuhl ging immer hoch und runter und total der Lärm. Soll heißen, ich hätte eh nicht schlafen können, also habe ich dann schön fleißig gelesen. Jo. Den Anfang habe ich im Oktober gemacht mit Sebastian Fitzek und Zuckers abgeschnitten. Da hatte ich ja schon ein separates Video zu gemacht. War total begeistert von diesem Buch. Also habe das auch echt verschlungen. Ich glaube, 2 Tagen oder so. Also ich fand es wirklich ganz, ganz, ganz genial. Und das hat mich so richtig schön in den Lesemonat eingestimmt. War ganz begeistert. Wie gesagt, das Video, was ich schon dazu gemacht hatte, kann ich euch gern verlinken. Also das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes, tolles Buch auf jeden Fall. So, das war Nummer 1. Dann ging es weiter mit 7 Minuten nach Mitternacht von Patrick Nassens. I don't know. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie man den Namen ausspricht. Schoben, Doubt, whatever. Also mit Namen habe ich es irgendwie. Also in dem Fall nicht so, weil ich weiß echt nicht mal annähernd, wie man den ausspricht. Aber egal. Das war das zweite Buch, was ich in diesem Monat gelesen hatte. Es stand schon eine Weile in meinem Regal und irgendjemand hatte mir unter einem der letzten Videos auch nochmal nahegelegt oder empfohlen oder gefragt, ob ich es schon gelesen habe. Und daraufhin habe ich es mir dann gleich als nächstes rausgepickt in dem Monat. Genau, und zwar geht es in diesem Buch um den kleinen Connor. Und der kleine Connor, ja, seine Mutter ist schwer krank. Und der kleine Connor ist auch ein ganz besonderer Junge. Also nicht so ein typischer Junge wie die anderen Jungs, die sich raufen und machen und tun, sondern er ist halt ein ganz besonderer Junge, er kümmert sich um seine Mutter, er macht den Haushalt. Und der kleine Connor hat Albträume oder wird von Albträumen geplagt. Und da erscheint ihm 7 Minuten nach Mitternacht ein Monster. Ob dieses Monster wirklich ein Monster ist und was dieses Monster von ihm möchte, lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Auf jeden Fall zieht sich die Geschichte mit diesem Monster so durch das komplette Buch. Und ich will ja auch gar nicht zu viel verraten. Es ist verdammt schwierig, bei diesem Buch, glaube ich, was zu sagen, ohne dass man irgendwie zu viel vorwegnimmt, ja? Also dieses Monster, was da erscheint, erzählt dem kleinen Connor dann Nacht für Nacht eine Geschichte, 3 Geschichten insgesamt, die der Connor anfangs nicht wirklich versteht. Also er versteht nicht, warum dieses Monster ihm die Geschichten erzählt. Aber zum Ende hin ja, laufen dann die ganzen Stränge zusammen und man weiß, woher die Sache rührt und welcher tiefere Sinn dahinter steckt. Und die hat mich dann schon sehr, sehr berührt. Also es geht im Prinzip um den kleinen Connor selbst, um seine Gefühlswelt, die jetzt da quasi über ihn hereinstürzt. Weil seine Mutter halt schwer krank ist und ihm das wahnsinnig schwer fällt, das zu akzeptieren und zu akzeptieren, worauf das hinauslaufen wird, schätzungsweise. Wie gesagt, es ist ein Jugendbuch auch, aber schon finde ich ein sehr, sehr, sehr tiefgehendes Jugendbuch. Also, was ich auch an dem Buch sehr, sehr mochte, waren die Illustrationen, dass die Seiten wirklich ganz, ganz schön gemacht sind, immer mit irgendwelchen Illustrationen jeweils zu dem Abschnitt. Also es ist wirklich ganz, ganz schön liebevoll gemacht, dieses Buch, finde ich persönlich. Und ja, es hat mich sehr berührt und ich muss sagen, zum Ende hin kam auch so das ein oder andere Tränchen. Also von daher denke ich persönlich, dass jeder sich mit diesem Buch irgendwie identifizieren kann, weil jeder irgendwie schon mal an diesem Punkt im Leben war oder sich mit diesem kleinen Connor und seiner Gefühlswelt identifizieren kann. Also ja, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr berührendes
meiner Meinung nach sehr tiefschürfendes Buch, was auch sehr zum Nachdenken anregt. Also ja, kann ich euch nur empfehlen. Fand ich wirklich sehr, sehr schön. Was heißt schön? Ist ja schön gemacht. Also es war keine schöne Geschichte im Sinne von glücklich, fröhlich, schön, sondern eher schön ergreifend. Genau. So, das war Buch Nummer 2. Danach habe ich dann von Sebastian Fitzek Das Kind gelesen. Den habe ich eingeschoben. Der stand schon eine ganze Weile jetzt auch in meinem Regal. Ich habe den eingeschoben, weil ich ja unbedingt zu diesem Film gehen wollte, zur Kinopremiere. Und wusste, dass ich da dann halt den Film sehe, logischerweise. Demzufolge habe ich dieses Buch noch schnell dazwischen geschoben, weil ich hatte es irgendwann mal vor ein paar Wochen angefangen. Dann kam, glaube ich, irgendein anderes Buch, was ich unbedingt lesen musste, wollte. Dann habe ich es wieder auf Seite gelegt und jetzt, wie gesagt, habe ich es noch schnell dazwischen geschoben, um zumindest das Buch durchzuhaben, bevor ich den Film sehe. Was auch ganz gut war. Ich mag das so in dieser Reihenfolge eigentlich immer viel, viel mehr als umgekehrt. Genau. Und ja, eine ganz, ganz tolle, spannende Story. Ich denke mal, das kennen auch die meisten von euch. Es geht um den kleinen Simon Sachs, der, ja, der behauptet, er hat Menschen getötet. Und diese Morde sind geschehen, bevor der kleine Simon überhaupt auf die Welt gekommen ist. Soll heißen, es geht darum, ob man dann an Reinkarnation glaubt oder nicht, weil er die in einem früheren Leben glaubt, getötet zu haben. Und er führt dann diesen Kommissar auch zum... Nee, nicht, Blödsinn, ist kein Kommissar, es ist ein Rechtsanwalt. Mhm. Ja, ich glaube, es ist ein Rechtsanwalt. Genau, der soll den quasi vertreten, den kleinen Jungen, weil er meint halt, er ist ein Mörder und braucht einen Rechtsanwalt. Und er führt den dann quasi auch zur ersten Leiche und demzufolge beginnen die dann auch das zu glauben, was der kleine Junge sagt. Und es endet dann in einer Jagd quasi zu mehreren Leichen und es ist ein super, super spannendes Buch. Ich will da auch gar nicht wieder zu viel verraten, aber ich denke, die meisten von euch kennen es ohnehin oder haben jetzt den Film gesehen, wie auch immer. Auf jeden Fall kann ich euch Buch wie auch Film wärmstens empfehlen, weil ich finde den Film, der ist super, super toll gemacht. Ich habe euch da auch ein kleines Video zugemacht gehabt von dieser Filmpremiere. Könnt ihr ja mal reinluschern, wenn ihr mögt. Genau, das war Buch Nummer 3 im Oktober. So, Buch Nummer 4, ich brauchte da mal wieder etwas zum Schmunzeln, war von Matthias Sachau. Andere tun es doch auch. In diesem Buch geht es um Kai und Lara. Und es ist so eine typische Mann-Frau-Story. Also ich sag mal, wer Matthias Sachau und seine Bücher kennt, es ist halt genau in seinem Stil geschrieben. Sehr, sehr lustig. Also ich habe mich teilweise echt so dermaßen beömmelt bei vielen, 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 vielen Stellen im Buch. Ganz, ganz witzig geschrieben. Was ich auch ganz lustig halt finde, wirklich ist diese Darstellung aus der Perspektive von dem Kai und aus der Perspektive von der Lara. Und es ist wirklich so, ich sag mal in diesem Tenor, er sagt, sie versteht und sie versteht, er sagt, soll heißen, dass die Frauen eigentlich immer alles komplett anders denken und verstehen als die Männer. Und das kommt in diesem Buch so toll rüber, also es bringt ja total super rüber. Und von daher musste ich eigentlich habe ich das ganze Buch durch nur geschmunzelt und gelacht. Es ist eine ganz, ganz tolle, verworrene Story über die beiden, ich sag mal, über Alltagsdinge und über die Annäherung der beiden aneinander und ob sie sich denn nachher am Ende kriegen oder nicht. Lasse ich jetzt einfach mal offen. Aber auf jeden Fall ein ganz, ganz witziges, tolles Buch von dem Matthias Sachau. Und wenn ihr solche Bücher mögt und diesen Humor mögt, den ich total klasse finde, dann ja, kann ich euch das auch nur empfehlen. Ich fand es wirklich irre witzig und ja, ganz, ganz toll. So, also ihr merkt schon, ich bin von meinen Büchern in diesem Monat relativ begeistert. War eigentlich nichts dabei, wo ich sage, das war jetzt ein totaler Griff in die Kloschüssel. Ja, das nächste war dann von Cecilia Ahern, 100 Namen. Dazu hatte ich auch schon ein separates Video gedreht. Wunderschöner Roman. Ja, ganz, ganz toll. Brauche ich gar nicht mehr zu sagen. Wenn euch das interessiert oder interessiert, was ich zu diesem Buch zu sagen habe, dann schaut euch gerne das andere Video dazu an. Wie gesagt, ich war total begeistert von dem Buch. Fand es einfach wunderschön. Und die Story, die dahinter steckte, dass jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat und eine berührende, wichtige Geschichte, ganz egal. Also man muss jetzt nicht irgendwie eine Berühmtheit sein, irgendwelche Preise gewinnen, was auch immer. Dass wirklich jedes kleine
im ersten Moment vielleicht unscheinbare, normale Leben ganz, ganz viele tolle Geschichten beinhaltet und zu erzählen hat. Und diese Quintessenz aus diesem Buch fand ich wirklich ganz toll. Das war auch super geschrieben, hat sich schnell gut weggelesen. Also ich glaube, in diesem Monat mein Favorit von allen Büchern, die ich gelesen habe. Neben Abgeschnitten. Ja, die beiden so. Waren wirklich meine Favoriten in diesem Monat. Als nächstes kam dann ein Buch, das ist Mitte dieses Monats, also Mitte Oktober, ist das erschienen. Und das hatte ich auch schon vorbestellt. Das ist von diesem Ransom Riggs, von dem auch die Insel der besonderen Kinder ist. Und es heißt Talking Pictures. Das kam Mitte des Monats an und ich habe es durchgelesen. Es klingt jetzt bei diesem, oder passt zu diesem Buch eigentlich nicht, weil es geht halt in diesem Buch komplett um diese Leidenschaft von dem Ransom Riggs. Und diese Leidenschaft teile ich auch extrem. Wer mich kennt, weiß das. Für alte Fotos, für alte Fotografien, die Geschichten erzählen. Und im Prinzip besteht dieses komplette Buch. Erst kommt eine kleine Einleitung von ihm, warum er Bilder, Fotos so faszinierend findet, warum er diese Fotos sammelt. Und dann besteht dieses Buch eigentlich komplett aus alten Fotografien. Und vor allem ganz wichtig auch die Beschriftung auf den Rückseiten dieser alten Fotografien, weil im Prinzip man schaut immer erst das Foto an und macht sich vielleicht seinen eigenen Gedanken zu diesem Foto und dann liest man, was auf dem Foto draufsteht und es macht vielleicht einen ganz anderen Zusammenhang. Und ich persönlich finde das super, super spannend. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache. Viele denken vielleicht, wieso soll ich mir alte Fotos von fremden Leuten angucken, die ich nicht kenne. Ich persönlich mag alte Fotos. Ich sammle auch alte Fotos teilweise und hole mir auch immer mal ein paar alte Fotos auf Flohmärkten, wenn ich die besonders schön finde. Und von daher kann ich diesen Ransom Riggs absolut verstehen und seine Leidenschaft absolut teilen. Und daher fand ich persönlich dieses Buch auch sehr, sehr faszinierend und spannend, wirklich diese alten Bilder sich anzuschauen und zu lesen, was damals die Menschen da drauf geschrieben haben, um was es sich da handelt, um was es da ging, welcher Anlass für dieses Foto bestand. Wie gesagt, in dem Sinne kein Buch, was man jetzt unbedingt durchliest von A bis Z, aber ein Buch, was ich persönlich sehr, sehr inspirierend und schön fand. So, das nächste Buch ist von Alicia Bassett, Weiß der Himmel von dir. Und das habe ich irgendwie, glaube ich, für 3 Euro oder so auf so einem Grabbeltisch bei Norma, glaube ich, entdeckt. Und ja, die Story fand ich klang ganz, ganz schön und ganz lustig und auch ein bisschen romantisch und habe mir das mitgenommen und fand es wirklich echt toll. Also ich war schon fast positiv überrascht. Also habe eigentlich dem Buch jetzt nicht so viel aberwartet, aber fand es wirklich richtig, richtig schön. Also es geht da um Sal und der Mann von der Sal ist vor 1,5 Jahren gestorben, der Nick. Und es erzählt so ein bisschen die Geschichte, wie die Sal wieder, ich sag mal, ihren Weg zurück ins Leben findet, ja, wie sie wieder beginnt, auch einen neuen Mann kennenzulernen, wie sie beginnt, ihren Frieden so ein bisschen mit den Personen aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit mit ihrem Mann Frieden zu schließen. Ich will jetzt auch gar nicht darauf eingehen, was da in der Vergangenheit passiert ist. Das würde, glaube ich, wieder zu viel wegnehmen. Was ich ganz toll fand, dass, wie gesagt, zu Beginn des Buches ist ja der Mann schon tot und man erfährt aber trotzdem sehr, sehr viel von ihm, auch persönlich. Also man kann trotzdem irgendwie eine Verbindung zu dem Charakter von dem Nick aufbauen, dadurch, dass immer wieder Einschübe sind mit alten E-Mails, die der Nick damals an die Sal geschrieben hat in den letzten Tagen vor seinem Tod. Also er war da mit Freunden von der Feuerwehr, wo er tätig war, in diesem Krisengebiet von diesem Tornado damals, wie hieß der, Katrina, genau, und hat halt dort immer E-Mails an seine Frau geschickt von dort aus und dort ist dann halt auch irgendwas passiert, worauf es hier jetzt nicht näher eingehen will, wo er dann ums Leben kam. Dadurch, wie gesagt, also fand ich ganz, ganz gut aufgebaut, stellt man auch so eine Beziehung zu dem Nick her, obwohl er ja eigentlich schon tot ist und gar nicht mehr wirklich direkt in dem Buch vorkommt. Und da ist so ein kleiner, also die haben die Sal, die hat einen neuen Nachbarn bekommen. Es ist ein alleinstehender Herr mit einem kleinen Mädchen.
Und ja, ich sag mal, die freundet sich so ein bisschen mit dem kleinen Mädchen an und dann geht es da um eine amerikanische Bach-Show, eine Koch- und Backshow, wo es etwas zu gewinnen gibt für das tollste Rezept für eine Nachspeise. Und die kleine Nachbarstochter ist totaler Fan von dieser Back- und Koch-Show und von der Dame, die diese moderiert. Und jedenfalls setzen sich die beiden dann, die Sal und die Kleine, in den Kopf, dort quasi zu gewinnen mit ihrem selbst erfundenen Rezept und dieses Preisgeld von 20.000 Euro abzugreifen, weil genau das die Summe ist, was der Nick, also der Mann von der Sal, gerne für diese Opfer von Katrina spenden wollte. Und es baut sich alles ein bisschen darauf auf und natürlich lernt die Sal dann auch den Nachbarn selbst kennen und unternimmt viel mit ihm und mit der Kleinen und da baut sich dann auch so eine Beziehung auf und viel mehr will ich jetzt auch wieder gar nicht verraten, weil sonst erzähle ich zu viel von dem Buch. Auf jeden Fall findet sie nachher wieder schön eigentlich zurück ins Leben und gewinnt wieder Freude am Leben und es gibt auch wirklich ein paar unerwartete Wendungen im Buch, gerade auch was die Kleine und ihre Beziehung zu der Dame von der Kochshow, zu der Polly Pinch betrifft. Also es ist ein, meiner Meinung nach, ein wirklich sehr, sehr schönes Buch mit tollen Facetten und ein paar Wendungen, die man so nicht erwartet hätte. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Das war so ein bisschen mit mein Überraschungsbuch diesen Monat, wo ich eigentlich nicht wirklich viel von erwartet habe und dann sehr überrascht war, dass es doch so gut war. So, und das letzte Buch, da habe ich schon mit meinem Weihnachts-Winterbuch-Sub angefangen von Stefan Rogal, Verliebt, Verschneit, Verzaubert. Das habe ich jetzt durch, gerade gestern beendet und fand es so lala. Also es war eine nette Geschichte, es geht da um den Ben, der nach Hause reist zu den Weihnachtsfeiertagen, wo er quasi ins Haus seiner Eltern reist und seine Eltern sind geschieden. Und bei diesem Weihnachtsfest treffen zum ersten Mal jeweils die neuen Partner der Eltern aufeinander und ganz viel Family und die Schwester von ihm und die Nichte. Und dann bringt er noch eine Dame mit, die er im Zug aufgabelt, mit der er sich nett unterhalten hat. Und es spiegelt so ein bisschen einfach so diese chaotischen Weihnachtstage wieder. So, ja, kennt man, kennt glaube ich jeder, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen sein soll und wir machen jetzt ganz, 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 ganz tolle Weihnachten und dann nachher geht irgendwie alles völlig gegen Baum und alle liegen sich irgendwie in den Haaren und kloppen sich und bolzen sich und ja, also das fand ich eigentlich ganz amüsant an dem Buch, war auch sehr, sehr witzig teilweise geschrieben. Es gab auch ein paar Punkte, die ja, Spannung ein bisschen aufgebaut haben, aber insgesamt war es teilweise halt ein bisschen oberflächlich. Also da wurden so einige Sachen dann irgendwann angesprochen, die aber nur kurz, die eigentlich, denke ich, Potenzial für viel mehr gaben oder gegeben hätten, die aber nur eigentlich kurz angesprochen wurden und nachher dann irgendwie nicht nochmal aufgegriffen wurden. Und von daher, ja, denke ich, hätte man mehr draus machen können, aber es war okay, es war eine nette Weihnachtsgeschichte. Wie gesagt, teilweise zum Schmunzeln, auch mit einem, nee, das sage ich jetzt nicht, das war nicht so viel. Ist ein nettes Buch, so viel zwischendurch, jetzt kein absoluter Oberknaller, aber ist nett, kann man lesen. Genau, das waren meine Bücher im Oktober. Wie viele waren es denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Bücher. Ey, 8 Bücher. Naja gut, mit dem Bilderbuch von Ransom Riggs, das kann man ja nicht so wirklich als, also schon als Buch zählen, aber nicht als gelesenes Buch in dem eigentlichen Sinne. Aber ja, ich bin ganz zufrieden. Waren sehr, sehr schöne Bücher dabei, also eigentlich, sag ich mal, keins, wo ich jetzt sagen würde, war schade oder schade um die Zeit, das gelesen zu haben. Wie gesagt, meine Highlights waren eigentlich von Fitzek und Zockers abgeschnitten und dann 100 Namen von Cecilia Ahern. Das waren so meine Highlights, also die, wo ich sagen würde, unbedingt lesen, falls ihr es noch nicht getan habt. Überraschungssieger des Monats war eigentlich hier Alicia Bessel, Weiß der Himmel von dir. Das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Und ja, der Rest war durch die Bank weg sehr gut. Also war ein schöner Lesemonat. Und jetzt freue ich mich auf die nächsten Bücher, die da kommen. Habe ich euch ja schon teilweise gezeigt, dass ich jetzt ein bisschen meine Weihnachts- und Winterbücher in Angriff nehmen werde. Sicherlich nicht nur ausschließlich, weil ich glaube, das wäre dann zu viel des Guten. Aber auf jeden Fall werde ich die im Laufe des Novembers und Dezembers in meine Bücher mit einreihen, die ich lesen werde.
Genau, so, das soll es, denke ich, gewesen sein. Habe ich noch irgendwas Wichtiges? Nö. Nö. Ich denke, das war's. Ich bin echt wieder gespannt auf die ganzen Videos da draußen, was ihr so Schönes, Tolles gelesen habt. Und ja, könnt mir ja mal schreiben, ob ihr von diesem Stapel, den ich euch jetzt gezeigt habe, auch Bücher schon gelesen habt oder noch vorhabt zu lesen. Wie eure Meinung dazu ist, würde mich mal interessieren. Das finde ich auch immer ganz, ganz toll daran. Und ja, das soll es gewesen sein. Und ich denke mal, wir sehen uns im Laufe des Novembers noch mit dem einen oder anderen Video wieder. Ich habe da so ein paar Sachen geplant. Von daher seid gespannt. Und ich denke mal, zu ein, zwei Büchern kommt auch nochmal ein separates Video. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen tollen Novemberstart. Und ich hoffe, es ist nicht so grau und trübe wie bei mir gerade draußen. Hier ist es gerade so. Das ist so echt das Wetter, was ich gar nicht mag. Ja? Also dann lieber goldener Herbst und dann gleich ein Cut Winter und Schnee. Also das ist, sind die beiden, die mag ich total. Aber so dieses dazwischen, dieses graue, trübe, das ist so, mag ich nicht. Gut, okay, ich schweife ab. Ich wünsche euch einen tollen November, trotz allem, trotz grauem Wetter. Und ja, bis die Tage. Macht's gut, ciao.